auch gemeinsam, ich liebe Tiere ja auch, ja? Ich halt mit Mutter. Aber das Ding ist halt, guck mal, jeder kann ja machen, was er will. Du zum Beispiel, wie heißt du? 10 Jahre? Ramona. Ramona, du bist 10 Jahre vegan, weil du die Tiere magst. Genau. Und dann möchtest du nicht essen, dann möchtest du dafür die Schuld sein und wir alle sind Mörder an deinen Augen. Gut, cool. Sympathisch. Lass dich bitte machen. Kleiner Scherz. Pass auf, Ramona, wir machen das jetzt einfach. Du kannst dich schon mitbestimmen. Okay? Du kannst dich schon mitbestimmen. Das passiert jetzt. Du wirst jetzt gleich ganz laut Ja oder Nein sagen, ganz authentisch, so wie du es fühlst. Findest du es okay, wenn ich heute Witz mache über Veganer? Ja oder Nein? Ja! Und das ist dein Applaus. Genauso muss ich sagen. Alles okay. Ich will jetzt auch gar nicht auf Veganern rumreiten, ja? Wer will das auch schon? Aber das Ding ist, Leute, ich habe einfach einen Kumpel und der ist wirklich, der versaut mich einfach. Der zieht euren Ruf wirklich runter. Der ist seit 3 Jahren vegan. Und der hat mir letztens einen Satz gesagt, den werde ich niemals vergessen. Der hat mich angeguckt, so Griff. So spricht er wirklich. Griff. Seid ihr mal vegan, als Griff. Und hat einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal gehört. Der hat gesagt, Griff, es gibt Produkte, wo du gar nicht mehr merkst, ob das Fleisch stimmt oder nicht. Das schmeckt auch original gleich. Ich so, okay, dann habe ich mir erstmal die Spucke aus dem Gesicht geballert. Ich hab gedacht, komm, ich probier's einfach mal aus. Ramona, ich will ja tolerant sein. Und was war? Ich lade ihn ein, wir essen und der hatte tatsächlich recht. Ja! Ey, der hat einen Schnitzel gegessen, hat's nicht gemerkt. Aber so lang, so fahren. Wollen wir doch einfach mir Schnitzel, verdammt! Aber Leute, alles verändert sich gerade. Ich bin mittlerweile über 30, Mann. Danke, ihr Elf aus Hamm. Wirklich, es geht bergab. Ich weiß noch, mein 30. Geburtstag, der war so krass, Mann. Ich habe so alles fertig gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, meine ganze Familie kam, weil wir haben dreimal genullt. 30, 50, 70 in meiner Familie. Richtig geil. Und ich habe gesagt, komm, wir machen alles bei mir und ich bereite das Essen vor. Ihr müsst gar nichts machen. Ich mache alles, okay? Ich habe, gehst du jetzt schon? Zweite Reihe? Ich komme jetzt zu dir. Ja, ich meine, ich pass auf, ich mache so alles fertig. Ich putze sogar hinter dem Fernseher, weil ich weiß, meine Mutter kommt. Das ist dann immer so, halt das denn hier, wo du hast ein Tumor-Brüche-Stück, Leute. Es ist alles okay bei uns, aber da reicht's bei mir. So, ich mach alles fertig und so weiter. 3 Stunden vor der Feier. Wer kommt 3 Stunden zu früh? Ja. Genau. Einer hat deine Mutter, das ist auch geil. Deine Mutter kam zu früh. Ja, Mütter kommen immer zu früh, das ist echt, also nicht so, das ist auch echt genau. Ja. Boah. Aber das springt ihr sofort drauf an, die sind auch richtig da. Oh Gott, Mütter kommen immer, das ist kein guter Satz. Okay, ich denke an meine Mutter. Ja, boah, ja. Oh Gott, mein Vater kommt gerade dazu. Jawohl, es geht hier. Boah, schön, dass ihr Spaß habt. Ja. Könnt ihr euch kurz mal vorstellen, wie eure Eltern bumsen? Ganz kurz, genau. Ja, ist doch nicht so lustig, oder? Das Geile ist, dass Mütter wissen ja, dass sie was Falsches machen, wenn sie zu früh kommen. Sie stand bei mir in der Tür so, hey. Stört nicht, dass ich zu früh bin? Ich sag, nein. Komm doch das nächste Mal noch einen Abend vorher. Dann kannst du hier schlafen. Zieh doch gleich hier ein, du Opfer. Alter, ist ja ausgerastet. Oh mein Gott. Aber das ist anders als früher. Als ich Titi war, ist sie explodiert. Schelle ab auf dein Zimmer. Mittlerweile haut sie mich nicht mehr, weil sie weiß, ich hau zurück. Würde ich niemals machen, viel zu viel Angst. Aber ich muss euch vorstellen, sie implodiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt bei eurer Mutter. Die rennt durch meine Wohnung und redet quasi mit sich selber. Digga, das ist so witzig, man. Die dreht durch so. Genau, komm noch früher, ja klar, komm noch früher, natürlich nicht. Das hab ich so falsch gemacht, wie von der Sau. Ist genau wie sein Vater, denn. Also, immer die gleiche Seite, komm mal hier, man will noch kein Wunder. Na klar, komm mal hier. Du verstehst kein Wort, zwischen euch sollst du aber was verstehen. Dann sagt sie sowas wie, boah, wie kann man nur so undankbar sein? Ich hab alles für dich gemacht. Du hast dir jeden Tag in die Hose gekackt, ich hab das weggemacht. Mir war es egal, dass du in der 8. warst. Alter, wie geil ist das denn? Ey, ich sag euch jetzt mal eins, ich bin in ganz Deutschland unterwegs, okay? Bei diesem Gag, normalerweise in jeder Stadt, Riesenapplaus, ihr Mann, bei uns normal, Alter. Hey, was? Wie geil seid ihr denn? 8. Klasse? Das juckt uns nicht. Also, meine Mutter ist bei mir in der Küche, setzt sich hin und gockelt. Kennt ihr das, wenn die so vor sich hin? Hab ich gemütlich? Der hier, hab ich genötigt? Und du denkst, ich hole einen Chiropraktiker, Alter, hab ich nicht nötig? Knack, Alter. Und die ist am implodieren. Ich wusste, ein Piekser und sie explodiert. Und da habe ich ja Spaß. Da hab ich meinen Kopf einfach so in die Küche geschleckt.
sagt, na Mama, alles klar bei dir? Alter, ist der ausgerastet. Nein, das kann doch mal nicht wahr sein. Ich sag, beruhig dich, Gollum, Alter, was ist denn? Dann kam so ein richtiger Muttersatz von ihr. Hat sie mich angeguckt, ich bin deine Mutter und ich entscheide, wann ich hier erscheine. Alter, ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das war aber der Moment, auf den ich mein Leben lang gewartet habe. Ich habe mir meine Beutel zurechtgelegt und ich guck sie an. Mama! Und sie wie so ein Rottweiler. Was? Dann hab ich ihr tief in die Augen geguckt und gesagt, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast. Thank you.